Guten Tag. Also beim ersten Vlog hat das natürlich jetzt so gut geklappt mit dem Sprechen. Ich hoffe, jetzt klappt. Ich habe aber die Anzeige eingestellt, also die Bildwiederholungsrate, und zwar auf 60 FPS anstatt auf 30. Dafür ist halt die Auflösung nicht mehr so gut. Schlechtere Auflösung, dafür bessere Bildwiederholungsrate. So, fahren wieder hier die gleiche Strecke wie im ersten Part. Und wir fahren heute mal eine etwas witzigere Strecke. Was witziger? Die ist halt scheiße langweilig, aber voll schön. Ah, jetzt hört man mich. Und jetzt? Oh, nicht mehr. Naja, soll ich euch mal den Führerschein zeigen? So sieht der Führerschein aus. Das Teil. Hallo. Das ist einfach nur ein scheiß Papierfetzen. Mehr ist das nicht. Ich will mal hoffen, dass ich noch genug Benzin habe. Müsste nun mal richtig komisch aussehen, wenn ich jetzt hier, wenn so ein Fettsack auf dem Mofa durch die Städte brummt. Naja. Das gute Ding. Ach, das mag ich. So. Jetzt geht's hier hoch. Mal gucken, ob er das schafft. Komm. Komm. Los. Er schafft's. Ja. Eieiei. So, mit dem Ding kann man nämlich nicht durch die Hauptstraße oder sonst was fahren. Deswegen fahren wir jetzt da mitten durch. Ui. Alter, guckt euch das Haus mal an. Da will ich später drin wohnen. Oder das Haus. Weil hier kann man echt unbesorgt fahren. Hier freihändig. Diese Folge und die andere Folge, die sind die Pilotfolgen. Weil wisst ihr, was ein Pilot ist? Wenn nicht, erkläre ich es euch jetzt. Und zwar gibt auch manchmal so Fälle, gibt es zwei Pilotfolgen. Eine Pilotfolge ist das. Also da wird gerade die erste Folge möglicherweise von einer Serie hochgeladen. Und wenn diese erste Folge, die Pilotfolge, gut ankommt, dann wird daraus eine Serie. Und wenn die halt nicht gut ankommt, dann bleibt halt nur die Pilotfolge da rumstehen. Also diese Folge und die letzte Folge, die Pilotenfolge. Also wenn es gut ankommt, mache ich ein paar mehr Folgen vom Mofa-Vlog hier mit dem guten Teil. Und wenn es euch nicht so gut gefällt, dann lasse ich es halt, weil ich mache halt nur das, was euch gefällt. Hier ist mein Schatten. Hi! Wir fahren konstante 30. Ich muss die GoPro irgendwie in meinen Helm reinschneiden. Das ist total ungemütlich. Ich sehe einfach nur 3/4. Will mir bald mal so eine Helmhalterung kaufen, wo ich den Kack ranschrauben kann. Ihr kommt all zum McDonald's. Schlimm, wenn man eine kurze Hose anhat bei dem Wetter. Hier. Oh. Vor allem, wir haben Oktober und es ist fast 20 Grad, da hätte der Typ joggt. Da, keine Angst, bin freundlich. Der joggt mit kurzer Hose und T-Shirt. Wir haben Oktober. So, kein Plan, wo wir jetzt hinfahren. Ja, hier lang. Upsi. Da hinten ist der Jogger. Oh, oh. So, da oben wohnt der Lars, der wohnt immer in so scheiß Hütten. Hallo Lars, ich hoffe mal, ich fahre richtig, wenn nett. Naja, da hinten sind wieder Kühe, hier das ganze Dorfgeschiss, das ist sehr schön. Also ich würd euch auf jeden Fall raten, herzukommen. Also wenn ihr an meine Haustür klopft, dann gibt es natürlich Eier. Aber no risk, no fun, gell? So, hier rechts vor links. Oh. So, Rückspiegel. So, jetzt hier die harte Steigung. Oh nee, das ist wohl ein Farbeimer. Dieses Mofa fährt 30 oder bis 35 auf gerader Strecke. Erlaubt sind ja nur 25. So, und gleich fahren wir die gleiche Strecke, die wir auch im letzten Mofa-Vlog gefahren sind, wieder heim. Ja. Packen wir. Oh shit, gleich haben wir 50.
doppelt so schnell wie erlaubt. Und ich bin schon mal eine richtig fette Steigung runtergefahren. Also das war ungefähr so steil runter. Und dann ist mir auf einmal der Sprit ausgegangen und ich durfte das Teil heimschieben. Weil die Autofahrer denken sich bestimmt auch so, der Fettsack hier auf seinem motorisierten Fahrrad, der ist echt fett. Oh. Hier bin ich nämlich mit dem Mofa noch nie lang gefahren. Oh, da hinten sind Leute. Hallo! So ein Gepäckträger, ne? Den kriegt man ja normalerweise hoch. Aber wegen meinem fetten Sitz, den mein Vater da extra dran geschraubt hat, kriege ich den nicht mehr hoch. Da kommt ein Motorradfahrer, Leute. Mann, war extra noch so langsam, du Arsch. Und ein Quadfahrer. Jo, der passt da gerade so drauf. Und da kommen zwei Autos, naja. Das schaffst du. Selbst. Ja. Ein schöner Rucksack. Da bin ich jetzt gleich nicht drauf, oder? Ich krieg dich, du Arsch. Und da war ja noch einer. Oh, oh, Schlagloch. Ich bin mal mit dem Ding hier zur Schule gefahren. Ich muss den Blinker ausmachen. So. Der war cool. Das war so scheiße kalt. Meine Finger sind wirklich gefühlt fast abgefroren. Jetzt muss ich hier lang, weil da oben komme ich nicht hoch. Wir könnten hier mal drehen. Oh, scheiße. Ja, los. So, jetzt wieder einen steilen Berg. Das Gute ist, bei dem Ding hier kann man mitstrampeln. Seht ihr? Workout für den Tag. So, Handzeichen nach links. Ja, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, über was ich noch so reden soll. Puppe! Aua! Wir haben auch ein schönes Waldstück. Hier muss man aber sehr aufpassen, weil die Kurve da vorne ist ja nicht so übersichtlich. Ich kann euch ja jetzt nochmal durch ein schönes Dörflein führen, wo ich zufällig wohne. Also guck, hier wohne ich, da liege ich mich manchmal mit meiner Luftmatratze drauf. Vielleicht apropos Erdhaufen, vielleicht liegt ja da noch der Scheißhaufen von eben. Oh, der hat zurückgegrüßt. Ah, die hier im Dorf, die sind halt alle saunett. Also es ist mir schon mal passiert, da ist mir eine Schraube rausgefallen. Die kennt ja Hinterrad, das Hinterrad muss ja auch gut verschraubt sein. Und da war mal so eine Schraube rausgeflogen und das Hinterrad ist mir fast abgegangen. Und deswegen, das konnte ich dann irgendwie mit der Bremse prüfen, ob das noch dran ist oder ob die Schraube noch dran ist. So, jetzt lassen wir den Scheißer hier vorbei. Alter, will die mich alle angucken. Vorgängermodell. Da ist schön einer durchgefahren. Daumen hoch. Scheißen. Nach so einer Fahrzeit wie jetzt tut mein Arsch hardcore weh. Das ist nicht schön. Oh oh, das sind ja Leute. Was eine Scheiße. Voll abgezogen. So, damit ihr nicht wisst, wo ich wohne, beende ich jetzt das Video. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.